Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Ein paar Wirbelsäulen zu holen. Ich meine, wenn wir eh schon mal dran sind, dann kann ich auch nochmal die die Skag-Wirbelsäule hier mitnehmen. Liegt ja da rum und freut sich. Ah, sehr gut. Bring sie zurück zur Maschine und mach schnell. So. Ich will trotzdem noch die menschliche Wirbelsäule nutzen. Sehr gut. Ja, sehr gut, mein Kleiner. Hast dich sehr gut geschlagen in der letzten Folge. Erlegen der Banditen. Bin ich mal gespannt. Installiere die Wirbelsäule. Die Banditenwirbelsäule funktioniert nicht wirklich. Ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Dennoch schätze ich dein Engagement für den Kapitalismus. Du hast schon eine Schock-Skag-Wirbelsäule. Probier sie. Es wird funktionieren. Versprochen. Ja. Extra Belohnung. Ja, darum ging's ja. Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und als Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, dass sich Rache nicht lohnt, hä? Claptrap Gearbox. Roadkill. Thank me. Bedrum. Burger Cat oder irgendwas. Nimm du mal einen Schilder. Das ist doch mal nicht verkehrt. Hallo, Reisler! So, Claptrap. Cool, aber das Geld dafür haben wir sogar. Erzähl deinen Freunden davon und deinen Feinden. Gute Jagd. Okay. Dank. Ich muss es hier gütlich tun, oder wie? Hallöchen. Tatsächlich alle schlecht. Na gut, ich habe ja auch ein gutes Schild gekauft. Ich nehme so mit, wir können es dann verkaufen. Immerhin das haben wir. Oder ich könnte aber wegen den Effekten gucken, ob die ein bisschen was bringen. So, also im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden mit dem Ding. Wie geht's denn so? Gut, danke der Nachfrage. Gut, dass sich jemand um mich kümmert. Na gut, ist auch eine Shotgun. Interessanterweise. Nehmen wir gerade nur Pistolen und Shotgun, so wie es aussieht. Oh doch, nee, SMG. Ich hätte gerne mal einen Sniper. Ich glaube, dann warte ich halt noch ein bisschen. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bald wieder. Bis später. Ich habe irgendwie den Eindruck, wir kriegen doch. Also entweder sind die Sachen gerade nicht so teuer. Gut, es ist halt noch Level-Anfang, aber haben wir halt tatsächlich alles leisten hier. War sonst halt nicht so der Fall. Zumindest habe ich irgendwie so eine Erinnerung. Na gut, ich schätze, wir müssen ja eh dorthin. Der Sonnenklopper-Chef. Ja genau, ich war ja da schon auf dem halben Weg. Von daher kehren wir mal zurück. Und zerlegen die restlichen Banditen. Ja, die guten Jacobs-Waffen. Ist auch nicht hoch. Aber müssen wir nicht theoretisch jetzt. Okay, ich habe einen Skillbaum. Dings freigeschaltet. Slot 1 ausrüsten. Passiv-Skill. Entschwinden. Tarnziehen wird unsichtbar. Kann getan. 3 Schüsse abfeuern. Jeder Schuss ist automatisch ein kritischer Treffer. Cool. Kriegt 2 Racks voraus. Die im Angriff. Ich glaube, ich gehe dann doch eher auf das Tarn-Ding.
Jabba-Kumpel. Mit einer Pistole. Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Mit Schaden oder gemacht jetzt mit. Ne, ich glaube, ich gehe auf die Tarnfähigkeiten. So. Fast. Rasender Angriff. Gesundheitsregeneration wäre ganz praktisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es komplett solo durchspiele, aber wenn keiner zum Heilen und Wiederbeleben da ist, gehen wir mal auf Nummer sicher. Gut, hier haben wir schon ein bisschen aufgeräumt. Zerlegen wir mal noch den Rest. Wir hätten auch, glaube ich, dann einfach hier hochklettern können. Irgendwie sieht das nicht so ganz koscher mit den Gegnern hier aus. Mach mal ein Foto. Upsala, gerade auf die falsche Taste gekommen. Irgendwie drehen? Ja, kann ich sogar. Jetzt schon mal ausscouten, wie das hier alles aussieht. Ja, ist doch schön so. Herzchen. Du bist tot von mir. Ich wollte dich aber nur zerlegen. Das Grab ist deine Belohnung. Kann ich die Granate irgendwie zurückschmeißen? Ah, jetzt bin ich getarnt. Das für eine bestimmte Zeit. Ja, da oben läuft was weg. Ich will deine Augen sehen. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. So, gucken wir uns das doch mal an. Das, ich merke gerade, das Ding ist ein bisschen langsam mit Nachladen. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Hol mich runter! Ja, ja. Die große Kammer! Eindringlich! Sie ist wunderschön! Low Level 4. Ich seh voll auf Sushi! Ich nicht so. Herzchen. Hilfe! Ich glaub, wir haben Spaß. So. Mein Tier beleidigen. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Bis auf mich. Bitte lass mich runter. Bitte. Ja, ja, warte doch mal. Nennst du hier Schlampe? Ich sehe ja nicht so viel weibliche Leute. Hast du gerade was gefressen? Ausgekotzt? Du bist das Gag. Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Na gut, dann schauen wir mal. Kann ich den irgendwie... ich sehe überhaupt nicht, wer hier schreit. Hallo, wer brüllt denn hier so? Ich glaube, Shotgun-mäßig können wir hier erstmal nichts großartig erwarten. Das Loot liegt aber jetzt nicht ganz praktisch. Nicht ganz so gut. Und zwar...
Ich glaube, da sollte ich eigentlich von hier aus rankommen, oder? Ah ja. Wie schön. Das hat wunderbar geklappt. Gut, schauen wir uns erstmal die neuen Waffen an. Wolfhound. Und das Ding ist episch. Wir tauschen es mal gerade aus. Mal gucken, wie das sich so macht. Sieht auf jeden Fall nett aus. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Hol mich runter! Wie gesagt, ich sehe hier nirgendwo jemanden, der aufhängt. Ist wahrscheinlich hinten beim Boss. Da drin irgendwo. Rette mich! Hilfe! Das passt schon. Yo, hilfst du mir? Okay, ja gut, war ich zu erwarten, dass es Vaughn war. Oh, meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin auf einer endlosen Jagd nach dem Ruhm von... Oh, du meinst im Moment, ich arbeite mit Lilith und den Crimson Raiders zusammen. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith, aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? Im Propagandazentrum des Kults hier in der Nähe. Es gehört jetzt uns. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor. Auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Okay, Vaughn. Ja, wie gesagt, war zu erwarten, dass er es ist. Stimmt, genau, die Sonnenklopper. War das nicht so, dass wir das auch... Ich glaube, bei dem DLC von Borderlands 2 konnte man das auswählen. Wie man die nennt. Inventar voll. So was. Oh. Du gehst jetzt schon los. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ja, sie haben wie Tiere gekämpft. Kranke, verwundete Tiere. Ich bin beeindruckt. Oh Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Okay. Und nun? Geh mal kurz looten. Obwohl ich ja eh schon munitionsmäßig genug habe. Vaughn? Jo, Kammerjäger, worauf warten wir? Auf dich. Also darauf, dass ich dich nochmal gefunden habe. Gag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht fürs Gags. Ist sogar wieder da. Okay. Aber so mit dem Gitarrenmodus sollte ich dann bei
nutzen. Bei... Ich will nur Sniperwaffen oder irgendwas. Noch einer. Mehr. Da. Da bin ich. Cool, dass sie das auch wieder mit reingepackt haben. Meins? Unbesiegbar. Ungefähr, ja. Aber hier ist doch jemand am Spucken. Du bist auch wieder da, okay. Immer schon. Ja, das sitzt, aber wir kriegen nicht platt. Keine Sorge. Die Luft ist rein. Sehr gut. Treffen wir uns mit dem Firehawk. Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen auf Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Ja. Finde ich aber auch gut, würde ich auch verehren. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Mhm. So, wir haben allerdings einen weiteren Skillpunkt. Ja, ich weiß, Passivskill und so. Lass mich doch einfach mal. So, lass mich einfach mal was machen. Danke. Ihr Lieben. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegärten Brust. Ja, du hast ein bisschen, trainiert. Schicke Hütte, verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Born? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Die Karte war nicht da, also habe ich mir diesen Banditen geschnappt. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Okay, dann auf zu Ellie. Ist ja auch eine sehr nette Dame. Wie wir ja schon wissen. Da haben wir noch eine Schnellreise. Ich habe hier noch eine Mission. Claptrap hat noch was zu tun. Erledige das, worum ich dich gebeten habe. Ja, gebiete mich doch mal erstmal um was. Claptrap hat dank seiner magnetischen Persönlichkeit seine Antenne verloren. Hilf ihm, eine geeignete Ersatzantenne zu finden. Ich verstehe deinen Schmerz, kleiner Freund. Ich helfe dir. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Geh! Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Okay, alles klar. Also, er sagt ja schon, wir sollen das nebenher machen. Scheint auch relativ weit weg zu sein. Jo. Ist es. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dann erstmal zu Ellie. Als Gex.
Bringt ja doch was hier mit den Feuerwaffen. Das gefällt mir. Ich habe dich gut erzogen. Morn, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Wow, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. Du willst es. Dann mach mal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.